Guten Morgen. Heute geht es um das Thema Minimalismus und ich beschränke mich auf einen einzigen Kernsatz, eine Kernerkenntnis. Durch die vielen Videos zum Minimalismus und die vielen Challenges wird der Grundgedanke verwässert und ich möchte diesen einen Gedanken heute mit euch teilen. Es ist beim Minimalismus, wenn man also seine Sachen reduziert, nicht so, dass man automatisch zufriedener wird, nur weil man weniger besitzt, sondern es ist so, dass man im Zuge der Reduzierung seines Besitzes erkennt, dass umso mehr Dinge man hat, man nicht automatisch zufriedener wird. Das hört sich vielleicht für den einen oder anderen jetzt so wie ein Brainfuck an, aber ist es nicht. Also nochmal, umso weniger man besitzt, bedeutet nicht zwangsläufig, umso zufriedener ist man, sondern nur, dass man erkennt, dass umso mehr man besitzt, man nicht zufriedener wird. Es bedeutet, es existiert kein Zusammenhang zwischen wahrer, tiefer Zufriedenheit und Besitz. Das ist alles. Und der Minimalismus ist eine Hilfe. Der Minimalismus ist nicht der Zweck selber, es ist der Weg. Viele Menschen brauchen diesen Weg nicht. Sie brauchen nicht zu minimalisieren, um zu erkennen. Manche brauchen das. Es geht beim Minimalismus nur um die Erkenntnis. Es geht nicht um den Minimalismus als solchen. Es geht nicht um wenig Besitz. Besitz ist nicht böse oder schlecht. Geld ist nicht böse oder schlecht. Das mag Menschen geben, die das so also empfinden, aber aus meiner Erfahrung ist es das nicht. Denn ich habe das Wesen des Minimalismus, diesen Erkenntnisgewinn selber durch. Und wenn ich positiv von Minimalismus rede, dann referiere ich auf diese grundlegende Zufriedenheit, die man erreicht. Diese Demut, diese Bescheidenheit, die wieder damit einhergeht, zu erkennen, dass es extrem unwichtig ist, was man besitzt. Ein gutes Beispiel ist. Wenn ich irgendein leckeres Getränk, ich sag mal einen frisch gepressten Orangensaft trinke und ich trinke diesen aus einem Goldgefäß oder ich trinke diesen aus einem Edelstahlbehälter oder ich trinke ihn aus einem BPA-freien Plastikbehälter. Ich weiß, es gibt Menschen, die werden mich gleich widersprechen, aber für den Großteil der Menschen ist es so. Die drei Getränke schmecken gleich. Überall hat man frisch gepressten Orangensaft. Der eine wird sagen, ja, bei dem Plastik habe ich so einen Beigeschmack und beim Öl. Grundsätzlich ist es so, egal in was der Orangensaft, in welchem Gefäß er ist, so denn es dann sauber ist, er schmeckt immer gleich. Und das zu erkennen, weil für diesen Goldbecher muss man halt dann ein halbes Jahr arbeiten oder ein Vierteljahr, je nachdem in welchem Land man wohnt. Und ja, und für den Plastikbecher, den kriegt man hinterhergeschmissen. Das ist die Essenz, Erkenntnis. Darum geht es beim Minimalismus. Es geht nicht zwanghaft darum, wenig Besitz zu haben. Das geht den Menschen so, die jetzt flexibel um die Welt reisen müssen zum Beispiel. Dann macht Minimalismus als Zweck Sinn. Aber nicht für den ganz normalen Otto Normalbürger. Da ist Minimalismus nur eine Hilfe, die man in Anspruch nehmen kann, aber nicht muss. Wenn man es wirklich erkannt hat. Wer tief zufrieden ist, der muss doch nicht seinen Besitz auflösen. Macht das Sinn für euch? Also für mich nicht. Und ein schönes Gegenbeispiel ist auch, wenn ihr arme Menschen seht, sind sie alle glücklich, sind sie alle zufrieden, haben sie ihren inneren Frieden gefunden? Menschen, die keinen Besitz haben? Nein. Arme Menschen jammern genauso wie reiche Menschen. Arme Menschen sind genauso unzufrieden wie reiche Menschen. Der Besitz macht da keinen Unterschied. Wirkliche Zufriedenheit kommt von innen. Die hat nichts mit Besitz zu tun. Und der Minimalismus ist einfach nur eine Hilfestellung, einen Weg zur Erkenntnis. Und das war es. Ich denke, es ist mal sehr wichtig, auf diesen einen Punkt wirklich nochmal genau, ja, drauf zu drücken und dass die Leute das wirklich erkennen, weil
Minimalismus ist mittlerweile eine Modeerscheinung und total verwässert, um was es da geht. Und ich stehe für Minimalismus ein. Ich finde das eine sehr, sehr gute Sache als Erkenntnisprozess. Und den kann auch jeder so weit führen, wie er möchte. Menschen, die komplett minimalisieren, die dann komplett ihren Besitz loswerden wollen, obwohl sie noch in der Wohnung wohnen, sind wahrscheinlich genauso wie die Menschen, die auf gesunde Ernährung achten, die dann hin zum zur Lichtnahrung sich entwickeln. Also sie sind dann die Extremformen. Und Extremformen, nach meiner Erfahrung, sind immer, ich will nicht sagen falsch, aber sie sind nicht das, was uns den inneren Frieden schenkt. Jeder Mensch, der in irgendeiner Form extremistisch ist, erscheint für mich nicht so, als hätte er seinen inneren Frieden gefunden. Meistens von Ängsten geplagt oder von Neurosen, aber meist nie den inneren Frieden gefunden. Also von daher, Minimalismus. Wenn ihr wirklich komplett erfahren habt, dass Besitz euch nicht glücklicher oder nicht glücklicher macht, dann braucht ihr nicht zu minimalisieren. Außerhalb dessen natürlich, ihr braucht mehr Platz in der Wohnung oder ihr wollt flexibler sein. Dann ja. Aber nicht um die Zufriedenheit zu finden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen.